Moin. Ich habe die Videofiles von den Speicherkarten alle importiert. Und als ich die letzte Speicherkarte importiert habe, wo ein bisschen mehr drauf war, was also auch ein bisschen länger dauerte, habe ich mich aufs Bett gelegt und habe ein Video auf YouTube angeguckt und bin eingeschlafen. Als ich wach wurde, war 2 Uhr 57 oder so. Ich war so ein bisschen innerlich in Panik, weil ich dachte, oh, verdammt, schaffst du nicht mehr von Arbeit morgen. Also heute, bis mir dann bewusst wurde, oh Moment, du hast frei. Und dann habe ich mich beruhigt, weil mir wieder eingefallen ist, dass ich frei habe. Und erstmal voll so in Panik so ein bisschen. Scheiße. Hast ja schon einen Stock. Wo sind denn die von? Naja, siehst du. Gut, nimm mit. Strand schon wieder total leer. Schön. Ich habe noch gar nichts aufgenommen heute. Doch, Kaffee. Den Kaffee habe ich aufgenommen. Und heute Morgen im Bett, glaube ich, als ich wach wurde. Naja. Ein bisschen Muskelkater von gestern vom Laufen, aber nur ein bisschen. Und ich finde Muskelkater auch gar nicht so schlimm. Ich finde Muskelkater immer. Ich weiß nicht, wenn du weißt, woher er kommt und wenn du wolltest, dann ist es so ein bisschen so cool, Muskelkater. Dann provozierst du manchmal, dass du den Muskelkater spürst. Bisschen komisch. Vielleicht doch so ein. Ne, weiß ich nicht. Zigarettenstummel hier rum, hier am Strand, schrecklich. Das ist widerlich, ehrlich. Ich dachte, es ist verboten in Deutschland. Hochladen, das ist nämlich fertig. Dann esse ich einen Teller Linsen und dann mache ich Mittagsschlaf. Der Upload vom Video dauert heute so lange, ich wollte schon vor einer Stunde ins Bett und schlafen gehen, aber ich warte noch auf den Upload, damit ich es veröffentlichen kann. Ich hätte aber auch eigentlich pennen gehen können. Wenn ich aufgewacht wäre, wäre es fertig gewesen. Verdammt. So, ich habe gerade Mittagsschlaf gemacht und bevor ich jetzt gleich mit Cookie nochmal eine Runde drehe, habe ich überlegt, hole ich mir ein Stück Kuchen.
Aber da ist mir gestern was aufgefallen, als ich einkaufen war. Und dem gehe ich jetzt mal nach. Also investigativ vloggen sozusagen. Und setze auf eine versteckte Kamera. Ich übertreibe. Wieder zurück, aber jetzt gehe ich erst mit dem Hund eine Runde und dann schauen wir uns die Sache mit den Oreo-Keksen mal an. Ja, angenehm, die Sonne scheint ein bisschen noch, bevor sie bald untergeht. Und ist auch nicht so kalt. Könnten fast Frühlingsgefühle aufkommen. Ich war gerade einkaufen. Und habe Oreo-Kekse geholt, und zwar einmal Oreo-Kekse normal, also original, und einmal Oreo-Kekse mit Double Cream. Und ich hatte die schon mal, und ich hatte das Gefühl, dass dieser Ausdruck Double Cream nicht ganz stimmt. Und dem gehen wir jetzt mal auf die Spur. Ich habe hier also einmal die Oreo original gekauft und einmal Oreo Double Cream. Zweimal Creme. Die Packungen sind erstmal gleich groß, haben fast gleichen Inhalt. Die Double Cream haben 157 Gramm und die Original haben 154 Gramm. Natürlich müssen in der Double Cream weniger Oreo-Kekse an sich dran sein, weil sie ja höher sind. Dafür packen wir jetzt erstmal aus. So, das sind also die Double. Meine Waage zeigt 156 Gramm an. Gut. Na, jetzt ist er umgesprungen, 157. Alles gut. Dann nehmen wir mal die Originalen. Sollen 154 Gramm sein. Meine Waage zeigt 156 an. Okay, bin ich zufrieden mit. So, normalerweise müssten die Double jetzt weniger sein, da sie ja höher sind. Hier haben wir 6, 9, 11 von den Originalen. 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14. Soweit so gut. Das ist okay, das ist klar. Der Oreo Original wiegt 12 Gramm. Der Oreo Double müsste dementsprechend ein bisschen mehr wiegen. Natürlich nicht das Doppelte. Weil nur die Creme doppelt sein soll, nicht aber die Kekse natürlich. Ein Oreo Double Cream wiegt 14 Gramm. Wir schauen uns die mal jetzt näher an. Kann ich das hier irgendwo sehen? Das ist also ein Oreo Double Cream. Kann man erkennen, ziemlich viel Creme dazwischen. Und das ist ein Oreo Original. Sieht man auch. Was mir da bei den beiden jetzt aufgefallen ist, ist, dass der Original platt gedrückt ist, also was ich platt gedrückt habe, und die Creme dünn aufgestrichen ist und bis zum Rand geht. Bei dem Double aber nicht bis zum Rand. So, ein Double Cream mit nur einer Kekshälfte wiegt 10 Gramm. Ein Original mit nur einer Kekshälfte wiegt 7 Gramm. Kekshälften. Schauen mal. So wenig zeigt meine Waage hier an. Doch, 4 Gramm. Auch 4 Gramm. Wenn die Kekshälfte 4 Gramm wiegt,
Haben wir hier ein Cremegewicht von 10 minus 4 sind 6 Gramm und 7 minus 4 sind 3 Gramm. Verdammt! Wir haben dir recht. So ein Scheiß aber auch. Mann! So ein Mist. Verdammt, jetzt ist es doch keine Verbraucherfalle. Jetzt haben die auch noch recht. Und zwar aufs Gramm genau. So ein Scheiß. Jetzt bin ich frustriert. Jetzt nehme ich ein Oreo Triple. Mann. Das war ein Spaß, oder? Ich wusste nicht, was ich heute so recht aufnehmen sollte. Und da ich gestern schon eine Packung Oreo-Kekse zu meinem Kaffee gegessen habe, habe ich gedacht, spinne ich mal ein bisschen rum. Ne, mich hat einfach interessiert, ob wirklich doppelt Creme drin ist. Man lässt sich ja täuschen vom Auge und man kann ja sehen, dass bei den mit doppelt Creme nicht ganz der Rand befüllt ist und bei den normalen geht die Creme oft bis zum Rand. Deswegen kam der Gedanke auf, ob wirklich Doppelcreme ist. Ist drin, super Oreo, ich bin zufrieden. Und jetzt trinke ich Kaffee und esse die ganzen Oreo-Kekse alleine. Hat mir verdient. Nein, Oreo hat mich nicht beauftragt, Werbung für sie zu machen. Hat mich nicht beauftragt, irgendein Video für sie zu machen. Und hat auch keine Ahnung, dass ich dieses Video hier gemacht habe. Ich wurde nicht beauftragt, ich habe kein Geld bekommen. Ich habe die Oreo-Kekse selbst gekauft. Ja, mehr wird heute nicht passieren. Von daher sage ich vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis morgen, ihr Kekse. Tschüss. Muss ich jetzt filmen? Darf ich jetzt filmen? Klar, dass ich jetzt filmen. Lass dein T-Shirt drin. Ah, ja. Und deine. Und die Abdeckung für dein Tablet, für die Drohne, was ich dir schon immer erzählt hatte. Ja, sehr gut. Ne? Zeig mal T-Shirt, die Drohnenabdeckung. Die ist cool. Ja, ne, für uns aber. Oh, falsch rum.